Wenn man alle Blutgefäße eines Körpers in einer Reihe hinlegen würde, wären sie 95.000 Kilometer lang. Und täglich transportieren sie das Äquivalent von über 7.500 Litern Blut. Obwohl das eigentlich die gleichen 4 oder 5 Liter sind, die immer wieder recycelt werden. Und dabei das Körpergewebe mit Sauerstoff und wertvollen Nährstoffen wie Glucose und Aminosäuren beliefern. Dieses ganze Blut übt eine Kraft auf die Muskelwände der Blutgefäße aus. Diese Kraft nennt man Blutdruck und der steigt und fällt mit den Phasen des Herzschlags. Er ist am höchsten während der Systole, wenn sich das Herz zusammenzieht, um Blut durch die Arterien zu pressen. Das ist der systolische Blutdruck. Wenn das Herz zwischen den Schlägen ruht, sinkt der Blutdruck auf den niedrigsten Wert, den diastolischen Blutdruck. Ein typischer gesunder Mensch erzeugt einen systolischen Druck zwischen 90 und 120 mm Quecksilbersäule und einen diastolischen Druck zwischen 60 und 80. Zusammengenommen liegt ein normaler Wert bei etwas weniger als 120 zu 80. Das Blut wird dem Körper wie durch Rohre mit dem Kreislaufsystem verteilt. In jedem Rohrsystem können mehrere Faktoren, die auf die Rohrwände wirkende Kraft erhöhen. Die Eigenschaften der Flüssigkeit, zusätzliche Flüssigkeit oder schmalere Rohre. Wenn also das Blut dicker wird, ist ein höherer Druck nötig, um es weiterzudrücken. Also pumpt das Herz stärker. Eine salzreiche Ernährung führt zu einem ähnlichen Ergebnis. Das Salz fördert Wassereinlagerungen und die zusätzliche Flüssigkeit erhöht das Blutvolumen und den Blutdruck. Und Stress wie unsere Kampf- oder Fluchtreaktion setzt Hormone wie Adrenalin und Noradrenalin frei, die wichtige Gefäße verengen, was den Strömungswiderstand erhöht und damit den Druck stromaufwärts steigert. Blutgefäße können diese Schwankungen normalerweise problemlos verkraften. In ihre Wände eingebettete elastische Fasern machen sie widerstandsfähig. Aber wenn der Blutdruck regelmäßig über etwa 140 zu 90 steigt, was wir Bluthochdruck nennen, und dort bleibt, kann das ernsthafte Probleme verursachen. Denn die zusätzliche Belastung der Arterienwand kann zu kleinen Rissen führen. Wenn das verletzte Gewebe anschwillt, sammeln sich Substanzen um diese Risse herum, die auf die Entzündung reagieren, wie etwa weiße Blutkörperchen. Auch Fett und Cholesterin, die im Blut schwimmen, bleiben hängen. Diese sammeln sich an und bilden Plaques, die die innere Arterienwand versteifen und verdicken. Dieser Zustand wird Atherosklerose genannt. Und das kann gefährliche Folgen haben. Wenn so eine Plaque reißt, bildet sich ein Blutgerinnsel auf dem Riss, was das bereits verengte Gefäß verstopft. Wenn das Gerinnsel groß genug ist, kann es den Sauerstoff- und Nährstoffzufluss zu den Zellen dahinter vollständig blockieren. In Gefäßen, die das Herz versorgen, kann es zu einem Herzinfarkt kommen, wenn durch fehlenden Sauerstoff Herzmuskelzellen zu sterben beginnen. Wenn das Gerinnsel den Blutfluss zum Gehirn unterbricht, verursacht es einen Schlaganfall. Gefährlich verstopfte Blutgefäße können durch einen Eingriff namens Angioplastie erweitert werden. Dabei führen Ärzte einen Draht durch das Gefäß bis zur verstopften Stelle und platzieren dort einen leeren Ballonkatheter. Wenn der Ballon aufgeblasen wird, drückt er den Durchgang wieder auf. Manchmal wird ein starrer Schlauch, ein sogenannter Stent, in einem Gefäß platziert, um es offen zu halten, wodurch das Blut ungehindert fließen kann, um die sauerstoffarmen Zellen stromabwärts wieder zu versorgen. Unter Druck flexibel zu bleiben, ist für die Arterien eine harte Aufgabe. Die Flüssigkeit, die sie pumpen, besteht aus Substanzen, die klebrig werden und sie verstopfen können. Und ein typisches gesundes Herz schlägt etwa 70 Mal pro Minute und mindestens 2,5 Milliarden Mal im Laufe eines durchschnittlichen Lebens. Dieser Druck klingt vielleicht übermächtig, aber keine Sorge, deine Arterien sind für diese Herausforderung gut geeignet. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Auf diese Weise verpasst du keine Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.